Endlich ist es wieder soweit, es gibt eine neue Folge der Apple News, denn auch in den letzten Tagen ist mal wieder einiges Spannendes rund um Apple passiert, aber quatschen wir nicht länger drum herum, sondern fangen wir an, los geht's wie immer nach dem Intro, viel Spaß! Bei der ersten News geht es um das iPhone 12 Pro, denn es sind jetzt erste Gerüchte dazu aufgetaucht, dass es bei der Farbauswahl einige Änderungen geben wird. Und beim iPhone 11 Pro wurde ja erstmalig die Farbe Midnight Green, auf Deutsch Nachtgrün, verwendet. Und diese Farbe soll beim iPhone 12 Pro durch Navy Blue, also ein blaues iPhone, ersetzt werden. Und ich persönlich fand das auf jeden Fall ziemlich cool. Ich meine, ein blaues iPhone stelle ich mir einfach sehr gut vor, aber schreibt dazu auch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und wir kommen jetzt zu der nächsten News, denn da geht es um das iPad, beziehungsweise genauer gesagt um das Smart Keyboard Folio. Das ist ja von Apple diese Tastatur für das iPad Pro, und so wie es aussieht, wird es dort im Herbst eine etwas überarbeitete Version geben, wo man dann gleichzeitig eine Hintergrundbeleuchtung der Tasten hat. Das wäre auf jeden Fall eine super Ergänzung, gerade wenn man mal in nicht ganz so gut ausgeleuchteten Räumen arbeiten möchte. Und eventuell wird das Ganze ja mit einem neuen iPad Pro Modell kombiniert. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein guter Anlass dafür wäre. Nachdem in den letzten Wochen und sogar Monaten immer mehr Diskussionen und Gespräche rund um den Lightning-Port im iPhone aufgekommen sind, ob eventuell der Port einfach komplett wegfällt, ob doch USB-C verbaut wird oder ob Apple weiterhin an Lightning festhält, ist jetzt in einem Interview bekannt geworden von der USBIF, das ist sozusagen die Organisation, die sich für einen einheitlichen Standard einsetzt und den sozusagen im Markt vertritt, ist eben im Interview bekannt geworden, dass sie den Fehler eingeräumt haben, damals als Apple auf Lightning umgestiegen ist, einfach zu langsam gewesen zu sein. Bestimmt erinnern die meisten von euch sich noch, vor dem Lightning-Anschluss gab es den alten 30-Pin-Connector. Irgendwo habe ich sogar noch so ein Kabel rumfliegen. Und damals war eben von Apple der Ansinn, dass sie einen kleineren Stecker haben wollten. Der Stecker sollte in beide Richtungen eingesteckt werden können, was eben damals Micro- und auch Mini-USB nicht liefern konnten. Und deswegen haben sie beim iPhone 5 im Jahr 2012 einfach ihren eigenen Anschluss auf den Markt gebracht. Das heißt, die Entwicklung, die hat sogar schon vor 2012 angefangen und wurde dann 2012 eben schon verbaut. Und ja, der USB-C-Standard, der kam erst 2014. Also 2014 wurde dieser Standard überhaupt erst festgelegt. Das war 2 Jahre, nachdem Apple mit ihrem eigenen Anschluss auf den Markt gekommen ist. Dementsprechend war von Apple überhaupt nicht das Ziel, einen explizit eigenen Anschluss zu verwenden, womit man sozusagen die Anschlüsse zu anderen Herstellern trennen kann, sondern es gab einfach für Apple nicht den richtigen Anschluss und keinen passenden Standard, und dementsprechend haben sie ihr eigenes Ding gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie jetzt weiterverfahren werden, ob der Anschluss komplett wegfällt, ob sie auf USB-C wechseln oder ob sie bei Lightning bleiben. Ihr könnt ja gerne auch mal eure Vermutung dazu unten in die Kommentare schreiben. Bevor ich über den kommenden iMac sprechen möchte, zu dem es jetzt auch eine richtig spannende News gibt, habe ich auch noch 2 kleine Nachrichten rund um iOS. Und anfangen möchte ich mit dem Datenschutz von iOS 13, denn dort gab es einige neue Einstellungsmöglichkeiten, sodass man jetzt beispielsweise bei der Standortabfrage deutlich genauer festlegen kann, welche App zu welchem Zeitraum auf den Standort zugreifen kann. Und durch diese Einstellungsmöglichkeiten sind die Standortabfragen unter iOS um 2/3 zurückgegangen, was einfach mal extrem viel ist. Und ich finde es auf jeden Fall eine super Sache, dass man als Nutzer viel mehr Möglichkeiten hat, einzustellen, welche App wann auf meinen Standort zugreifen kann und sich nicht einfach mal so die Daten ziehen kann, auch wenn ich das nicht möchte. Und die nächste News betrifft iOS 14, denn dort sind jetzt die ersten Gerüchte aufgetaucht und wahrscheinlich wird iOS 14 zum einen natürlich auf der WWDC diesen Jahres vorgestellt, aber viel interessanter ist, dass man jetzt schon erste Mutmaßungen hat, welche Geräte von iOS 14 unterstützt werden. Und die gute Nachricht ist, dass alle Geräte, die auch von iOS 13 unterstützt wurden, von iOS 14 supported werden sollen. Das heißt, selbst ein iPhone 6s
oder ein iPhone SE, die werden das Update bekommen. Und das freut mich natürlich, weil gerade so ein iPhone dadurch nochmal ein ganzes Stück langlebiger wird. Aber kommen wir jetzt zu der letzten spannenden News, und zwar rund um den iMac. Denn es ist eine Patentzeichnung von Apple aufgetaucht, die ein iMac-Design zeigt, welches aus einem Stück Glas besteht. Das wäre einfach ein totales Redesign und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es dann seit 2012 endlich mal ein richtig neues Design geben würde. Und ich finde diese Patentzeichnung, die sieht einfach super spannend aus. Und ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie Apple das Ganze umsetzen möchte, also mit welchen Materialien und welche Bestandteile aus welchem Material sind und so. Und wie das Ganze dann auch farblich gestaltet wird und natürlich wie der Aufbau von der Hardware ist, weil das sieht schon ziemlich anders aus. Aber ich kann es mir auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen und ich meine, warum nicht? Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt und auch ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren und außerdem, wenn ihr schon dabei seid, abonniert den Kanal und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!